Erwachsene. Schön, dass ihr heute hier in der Kirche seid. Schön, dass wir zusammen Wortgottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen zu unserer Krippenfeier. Habt ihr die Krippe hier im Hintergrund schon gesehen? Sieht toll aus, oder? Mit den Lichtern, da merkt man, Weihnachten ist da. Und die Krippenfeier wollen wir jetzt in dem Zeichen beginnen, dem wir alle hier versammelt sind, im Zeichen des Glaubens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir lassen uns jetzt zuerst von einem Lied einstimmen, das heißt Alle Jahre wieder. Wer kennt das von euch? Das kennen ein paar. Super. Wenn ihr möchtet, dürft ihr ja auch leise etwas mitsummen. Und dann hören wir uns das jetzt zur Einstimmung der Krippenfeier an. Heute Morgen habt ihr wahrscheinlich zu Hause das letzte Türchen oder das letzte Päckchen an eurem Adventskalender ausgepackt. Ihr nickt alle fleißig. Sehr schön. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass Weihnachten da ist. Auch hier in der Kirche, an den geschmückten Bäumen, der Krippe, die aufgebaut ist, sehen wir auch, Weihnachten ist da. Wie jedes Jahr erinnern wir uns am 24. Dezember daran, dass Jesus geboren ist. Aber dieses Jahr ist manches anders. Um gesund zu bleiben, schützen wir uns und halten Abstand und tragen auch die sogenannten Alltagsmasken, wie ihr es jetzt auch in der Kirche macht. Und wir waschen unsere Hände ganz oft und gründlich, um uns und auch andere zu schützen. Manches andere stört uns vielleicht gar nicht, aber manches ist vielleicht auch wirklich doof und nervig. Und das, was wir eigentlich gewöhnt sind, das vermissen wir vielleicht sogar ein bisschen. Und mitten in dieser ganz verrückten und komischen Zeit, da möchte Gott zu uns kommen. Er möchte bei uns ankommen. Lasst uns beten. Lieber Gott, du bist uns ganz nahe. Du machst dich für uns so klein wie ein Baby, um bei uns zu sein. Wir staunen darüber, wie sehr du uns lieb hast. Wir feiern heute die Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Er ist unser Licht der Welt. Lass das Licht dieser Nacht in unsere Herzen und in die ganze Welt leuchten, damit überall Weihnachten werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unser Licht der Welt.
Ihr seht hier vorne schon ein Bild. Ich möchte euch jetzt die Geschichte erzählen, die in der Bibel steht und wo wir erfahren, wie Jesus auf die Welt gekommen ist und was dort alles passiert ist. Und dazu möchte ich euch dann auch ein paar Bilder zeigen. Damals, da erließ der Kaiser Augustus einen Befehl. Er wollte wissen, wie viele Menschen in seinem Reich wohnen. Alle Bewohner und Bewohnerinnen sollten sich in Steuerlisten eintragen lassen. Und zwar jeder genau in der Stadt, in der er geboren war. Im ganzen Reich waren nun Boten unterwegs, die den Befehl des Kaisers verkündeten, genauso wie dieser Bote hier. Auf dem Marktplatz von Nazareth hörten die vielen Menschen, was der Bote laut vorlas. Und auf dem Marktplatz, da war auch Josef. Aufgeregt eilte er zum Haus seiner Verlobten Maria und erzählte ihr, was er gerade gehört hatte. Josef war nicht in Nazareth geboren, seine Familie stammte aus Bethlehem. Dahin musste er nun mit Maria, die schwanger war, hinaufbrechen. Er holte den Esel, belud ihn mit dem Notwendigsten, und dann ging die Reise auch schon los. Der Weg führte über Hügel und Täler. Es war ein beschwerlicher und staubiger und auch ein sehr langer Weg. Immer wieder machte Josef eine Pause und schaute zu Maria.
Als Maria und Josef dann endlich Bethlehem erreichten, da war es auch schon dunkel geworden. In der Stadt, da suchten sie nach einem Gasthaus, aber es war nirgendwo ein Platz für die beiden. Alle Häuser und alle Zimmer waren belegt. Eine freundliche Hausbewohnerin, die bot Maria und Josef dann einen kleinen Stall an, dass sie dort übernachten konnten. Und hier waren sie geschützt vor der Kälte und Wind. Und das Lager aus Heu und Stroh, das wärmte sie. In dieser Nacht brachte Maria ihr Kind zur Welt. Sie wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. In der Nähe, auf einem freien Feld, da lagerten zu dieser Zeit Hirten. Simon, der älteste Hirte, stand bei seiner Herde und hielt Wache. Ruben, Jona und Aaron saßen am Lagerfeuer. Sie wärmten sich und erzählten sich Geschichten. Es war eine ganz besondere Nacht, so klar, dass man die Sterne am Himmel funkeln sah. Plötzlich aber wurden die Schafe unruhig und sie blökten. Simon sprach beruhigend auf sie ein und guckte umher, ob irgendwo ein wildes Tier in der Nähe ist, aber er fand keines. Da wurde es plötzlich sehr hell und ein Engel, ein Bote von Gott, kam auf die Hirten zu. Ruben, Jona und Aaron, sie fürchteten sich so sehr und rückten ganz nah aneinander. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und danach verließ der Engel die Hirten wieder. Die Hirten rieben sich die Augen. Sie konnten kaum glauben, was sie gerade erlebt hatten. Der Heiland, unser Messias, geboren ganz in unserer Nähe in einem Stall? Oder war das ein Traum? Simon, den ältesten Hirten, hielt es nicht mehr lange an seinen Platz. Er rief die anderen, ihm zu folgen. Dieses Wunder wollten sie sich mit ihren eigenen Augen anschauen. Im Stall, da war es ruhig geworden. Das Kind lag in der Krippe und schlief. Maria ruhte sich aus und Josef wachte über seine kleine Familie. Da klopfte es an der Stalltür. Als Josef die Tür öffnete, standen vor ihm die Hirten. Er bat sie herein. Da erzählten die Hirten, was sie in der Nacht auf dem Feld erlebt und was der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Maria bewahrte alles, was die Hirten erzählt hatten, in ihrem Herzen und sie dachte darüber nach. Nachdem die Hirten sich verabschiedet hatten, kehrten sie wieder zurück zu ihrer Herde. Sie redeten noch lange miteinander. Im Gebet lobten sie Gott und dankten ihm dafür, dass alles genau so gewesen war, wie sie es gehört und gesehen hatten. Und hier sehen wir Maria und Josef mit Jesus in der Krippe. Wir möchten nun auch das Evangelium hören. Das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, die soll uns Mut machen und auch stärken. Und dort hören wir nochmal ganz genau, wie es damals war mit den Engeln.
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude. Eine Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jetzt haben wir diese ganz wundervolle Geschichte gehört, die Weihnachtsgeschichte, die wir auch in der Bibel nachlesen können. Und nun wollen wir auch, während wir gleich das Lied Ihr Kinderlein kommet hören, die Jesusfigur ganz feierlich hier zur Krippe bringen. In Jesus ist Gott Mensch geworden und er kommt uns ganz nahe. Wir sagen auch, er bringt Licht in unser Leben. Aber nicht für alle Menschen ist das Leben hell und leicht. So beten wir zu Gott, der uns liebt und der für uns sorgt wie ein Vater und wie eine Mutter. Für alle, die heute kein schönes Weihnachtsfest haben. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die hungrig und durstig sind, Gott, unser Vater,
Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die kein Dach über dem Kopf haben, Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die krank sind und leiden, Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Verstorbenen, die schon bei dir sind, Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wenn wir gleich gemeinsam das Vaterunser sprechen, dann können wir auch die Bitten, die wir noch auf dem Herzen tragen, die jetzt nicht laut ausgesprochen wurden, da können wir dran denken, das, worum wir Gott noch bitten möchten. Und mit Jesus Christus, der heute geboren ist und der unser Bruder ist, bringen wir nun unsere Bitten zu dir, Gott, wenn wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns nahe kommst und Frieden schenkst durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir für die Menschen, durch die hier in dieser Feier und auch bei uns zu Hause Weihnachten werden kann. Wir bitten dich, dass der Friede und das Strahlen der heiligen Nacht in alle Herzen und Häuser einzieht. Bleib uns nahe durch Jesus Christus, der heute Mensch wird unter uns. Amen. Und so segne uns und alle Menschen, die wir ganz doll lieb haben, die uns wichtig sind und die uns am Herzen liegen, der menschgewordene Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen und euch allen frohe Weihnachten. Dankeschön. Lasst uns gehen und den Frieden und die Freude dieser Nacht in unsere Häuser und auch in unsere Straßen tragen.